Rocky, endlich mal wieder von Anfang an, wie war's? Ja, endlich mal wieder, zweites Mal. Und ja, das hat mich sehr gefreut darüber. Und wie fandest du das Spiel heute? War eigentlich, erste Halbzeit war, glaube ich, überragend. Ja, erste Halbzeit sind wir natürlich super angefangen. Wir haben relativ schnell zwei Tore geschossen. Ja, und dann sieht man, dass sie doch Qualität haben. In der zweiten Halbzeit sind wir jetzt auch ein bisschen unter Druck geraten, aber haben das glücklich über die Linie getroffen. 2-0. Ja, das hast du ja kurz vor Schluss gemacht. Das war eine ganz kuriose Situation. War das Absicht, dass er noch Benny durch... Oder hast du ihn einfach nicht getroffen? Nee, ich wollte erst hinter den Standby machen, weil es weit hinter mir. Ja, leider nicht getroffen. Und vielleicht nächstes Mal. Ja, ich glaube, besser so als Torschießen und Unschien. Ja, das stimmt. Ich freue mich über die 2-0. Und jetzt meinst du, bist du jetzt erstmal drin in der Mannschaft oder wie sieht's aus? Naja, das wird er diese Woche nochmal klären auf dem Training und nächste Woche mal wieder schauen, was der Trainer entscheidet. Okay, dann wünsche ich euch viel Erfolg weiterhin. Danke. Dankeschön. Daniel, 2-0 gewonnen gegen Heidenheim. Hättet ihr gedacht, dass es in Anführungsstrichen doch so einfach wird? Was heißt einfach? Also man muss ja mal sehen, welchen Aufwand wir betrieben haben. Und da hat sich jeder reingehauen, jeder ist gerannt für den anderen. Schüsse sind abgeblockt worden, also das war schon richtig gut. Und da sieht man mal auch in den letzten Wochen, was man durch Kampf wieder wegmachen kann, wenn es spielerisch vielleicht nicht ganz so gut läuft. Und da muss man halt ein großes Lob an die Mannschaft zollen. Was sie abgerissen haben, war schon richtig gut heute. Ja, man einfach war jetzt auch nicht richtig ernst gemeint von mir, sondern nur so, weil die Heidenheim eigentlich keine richtige Torchance gehabt. Das war doch schon überraschend für die Mannschaft, die bisher die meisten Tore in der Liga geschossen hat. Ja, muss ganz ehrlich sein, dass eigentlich schon während der ganzen Saison wir gar nicht so schlecht arbeiten. Also so viele Torchancen gegen uns haben wir gar nicht. Also ich glaube, da hatten wir sogar letztes Jahr mehr gegen uns. Ist halt nur alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir diesen Lauf, den wir haben, vielleicht auch nächste Woche mit nach Regensburg nehmen und da weiter anknüpfen, weil durch sind wir noch lange nicht. Wir haben gesehen, dass die anderen auch punkten können letzte Woche und da müssen wir halt auf der Hut sein. Jetzt habt ihr 7 Punkte vom Abstiegsplatz. Wie viel müsst ihr noch holen? Also viel wie möglich. Das ist ja eine ganz klare Sache. Ich fange jetzt nicht an zu rechnen. Wir müssen nächste Woche gucken, dass wir wieder punkten und so weiter und so fort. Also das ist, da brauchen wir gar nicht anfangen zu rechnen. Wir müssen einfach das, was wir heute gemacht haben, mal abrufen und dann holen wir auch Punkte. Ist es dann einfach, gegen Heidenheim zu spielen, als vielleicht gegen Abstiegskonkurrenten? Ja, mit Sicherheit. Also es ist ja einfach so. Zwei Mannschaften, die unten drin stehen, die trauen sich nicht so viel zu. Die wollen kein Fußball spielen großartig und dann geht es eben nur über den Kampf. Das sieht dann eben nicht gut aus, so viel wie vielleicht letzte Woche. Das muss man einfach mal verstehen. Und das ist das, was wir in die Waagschale werfen im Moment. Das ist vernünftig so, aber da müssen wir auch so weitermachen. Okay, dafür wünsche ich viel Erfolg. Danke. Dominik, heute ein Doppelpack. Das ist, glaube ich, sehr außergewöhnlich für dich. Ja, bisher, glaube ich, das erste Mal in meiner Karriere, ja. In der Jugend mit Sicherheit. Ja, ich war früher mal Stürmer, aber da war es noch in der F- und E-Jugend, kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Jetzt 2 Tore nach Ecken, wie intensiv habt ihr das geübt diese Woche? Ja, wir haben am Donnerstag ein paar Ecken einstudiert, haben es immer mal wieder probiert. Da war die Ausbeute nicht ganz so stark wie heute, aber das haben wir uns aufgehoben für heute. Spielt der Wind ein bisschen eine Rolle bei den Ecken? Ja, ich denke sicherlich auch, aber ich glaube der Laufweg und die Art von, wie Dennis den Ball gespielt hat und so war schon gut. Zweiter ist ein bisschen kurios, warst du mit dem Knie dran oder was war das? Nee, mit dem Fuß, ich habe die Sohle reingehalten, der Ball kam wieder zurück, abgeprallt vom Torwart oder vom Gegenspieler und ich habe den Fuß reingehalten. Ja, war ein bisschen Glück dabei, aber umso besser für uns. Da hinten habt ihr auch gestanden, Heidenheim, Spitzenreiter, beste Offensive eigentlich der Liga, keine einzige richtige Torchance. Wie geht das? Ja, ich glaube, es ist Verdienst der ganzen Mannschaft. Da muss man auch der ganzen Mannschaft heute ein großes Lob machen. Wir haben von vorne bis hinten alle extrem gefightet. Wir haben Wege gemacht, die wir in den letzten Wochen vielleicht nicht so gemacht haben. Aber ich denke, es hat sich gerade in den letzten 2-3 Wochen angedeutet, dass wir auf einem guten Weg sind. Und jetzt gilt es für uns nur diese Leistung, die wir jetzt gebracht haben, von Woche zu Woche zu bestätigen. Ich habe es von Daniel schon gefragt, ist es einfacher, gegen eine Spitzenreiter zu spielen, als gegen eine Mannschaft, die auch mit unten ist, die man vielleicht, ich will nicht sagen unterschätzt, aber die vielleicht nicht so gut Fußball mitspielt? Ja, ich glaube, wir haben ja gerade auch in der Saison gesehen, dass wir in vielen Spielen auch Probleme hatten gegen Mannschaften, die sich hinten reingestellt haben. Wir sahen immer besser aus gegen Mannschaften, die auch Fußball spielen. Und da ist Heidenheim natürlich mit Red Bull, glaube ich, die Top-Adresse an Fußball in dieser Saison auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen war es für uns einfacher heute, unser Spiel durchzuziehen, als die Mannschaften, die tiefer drinstehen. Das habt ihr heute richtig gut gespielt. Ärgert einen das dann doch nicht im Nachhinein, dass man denkt, mein Gott, wir hätten ja diese Saison auch viel mehr Punkte hätten haben können? Ja, ich glaube, es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, wir sollten den Moment und den Hier und das Hier und Jetzt genießen, dass wir Heidenheim geschlagen haben, die, glaube ich, 16 oder 17 Spiele ungeschlagen gewesen sind. Und sollten einfach den Tag genießen und sollten uns auf unsere Leistung konzentrieren, dass wir die von Woche zu Woche bestätigen können. Okay, dann wünsche ich viel Erfolg und schönen Abend heute noch. Wenn die 2-0 gewonnen hat gegen Heidenheim, da seid ihr wahrscheinlich restlos zufrieden heute. Ja, ich denke, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein gegen Spitzenreiter oder den ersten aus der Tabellenplatzsituation gegen den Spitzenreiter zu spielen, 2-0 zu gewinnen, nicht zuzulassen, effektiv die Standards ausgenutzt, 2-0 gewonnen, was willst du mehr? Ich habe da
Ich habe dazu letztlich auch sehr schwer getan, gerade gegen Mannschaften aus der unteren Hälfte. Warum lief es heute so gut? Ich denke, wenn man so eine Mannschaft wie Heidenheim hat, die auch das Spiel selber machen muss oder auch kann, ist es natürlich auch für uns ein bisschen einfacher, nicht selber das Spiel zu machen, sondern auch mal ein bisschen abzuwarten und zu gucken, wo sich die Räume aufbieten. Und ja, ich denke, das haben wir auch phasenweise ganz gut gemacht. Zum Schluss hätten wir vielleicht noch ein, zwei Tore zum Schluss mehr machen können, dann wäre es vielleicht noch 3-4-0 ausgegangen, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Aber im Guten und Ganzen sind wir mit dem 2-0 auf jeden Fall zufrieden. Wir können aus diesem Spiel sehr, sehr viel mitnehmen. Positives natürlich. Und jetzt machen wir jetzt am Mittwoch gegen Schermbeck das Pokalspiel. Und das gehen wir genauso an wie heute, das Punktspiel. Das musste dann nach 3 Minuten schon auswechseln. Das sagt der Piosek, musste leider raus wegen der Verletzung. Wie macht man das auf dem Platz, wenn man auch merkt, es ist gerade einer raus, muss neu rein, so kurze Zeit, man hat sich ja darauf eingestellt. Ist das egal für euch als Spieler oder muss man erstmal so ein bisschen dann? Ja, Fußball ist ja Mannschaftssport. Wir haben 18 Spieler im Kader, wenn sich einer verletzt, kommt der nächste rein. So ist Fußball. Das ist natürlich bitter jetzt für Pio, dass er vielleicht eine größere Verletzung davongetragen hat, aber im Endeffekt ist es Mannschaftssport und wenn einer ausfällt, kommt der nächste rein und so präsentieren wir uns auch zurzeit. Marco, heute 2-0 gegen Heidenheim, wie war's? Super. Ich denke vor allem die erste Halbzeit, so müssen wir immer spielen. Ich denke, dann werden wir jeden Gegner in die Knie zwingen. Zweite Halbzeit hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne verteidigen können, aber ich denke, im Ganzen war das ein super Spiel gegen Spitzenreiter, 2-0 gewonnen. Ich denke, wir waren dem dritten Tor näher, wir Heidenheimer dem einen. Ja. Seid jetzt richtig eingespielt mit alle hinten, weil du bist jetzt ja seit Anfang des Jahres dabei oder dauert das noch? Oder wie gesagt, hat das am Anfang ein bisschen gedauert? Wie ist das so jetzt mittlerweile? Ja, nee, ich denke, es klappt ganz gut mit dem Domme. Wir reden im Spiel viel, dadurch wird einem einiges erleichtert. Und bis jetzt gab es keine Missverständnisse, klappt alles tipptopp. Zu null heute auch gegen Spitzenreiter, gegen besten Sturm. Ich denke, das will schon was heißen und ich hoffe, so geht's weiter. Und mit deinem Daumen alles gut und also stört nicht beim Spiel? Ja, ich merke es ein bisschen, im Zweikampf bin ich nicht ganz so stabil. Aber ja, wenn ich jetzt noch ein paar Mal trainiere damit und mich richtig dran gewöhne, dann wird es, denke ich, spätestens bis zum nächsten Spiel wird das kein Problem mehr sein. Als Pokalspiel bist du dann wahrscheinlich geschont? Weiß ich nicht. Ist mir ja egal, ich spiel gern. Herr Lose, war das wirklich das beste Spiel, seitdem Sie Ihr Trainer sind? Für Sie? Ach, weiß ich nicht, das beste Spiel. Ich glaube, es war heute sicher ein Spiel gegen die Top-Mannschaft in der Liga, die in allen Bereichen die Bestnoten hat. Und für uns war natürlich klar, dass wir, nachdem wir im Hinspiel schon gezeigt haben, in einem Spiel da durchaus auf Augenhöhe zu sein oder eine Chance zu haben, habe ich die Mannschaft natürlich auch daran erinnert, heute nachzulegen. Und das haben wir von Anfang an versucht. Wir waren läuferisch, kämpferisch da, wir waren taktisch gut organisiert, haben auch die Schrecksekunden in der Anfangsphase, nachdem Dennis Grote schon da lag und dann Piosek auch noch raus musste, gut überstanden. Die Mannschaft hat sich nicht davon berühren lassen, haben die erste Chance, 1000%ige Chance, die Benjamin auch nicht genutzt und dann glücklicherweise dann bei den Standards die Führung erzielt. Und das war, glaube ich, insgesamt ein hervorragender Auftritt der ganzen Mannschaft mit einem verdienten Sieg. Ja, das haben wir schon gesagt, nach 3 Minuten mussten sie umstellen. Piosek musste leider raus mit einer Verletzung. Wie schwer ist das, wenn man nochmal sich eine Mannschaft einstellt vor dem Spiel und nach 3 Minuten ist alles umgeschmissen? Oder ist es egal, ist das 1-1 ersetzbar? Nee, das ist nicht ersetzbar. Ich meine, Piosek sollte heute das erste Mal so ein bisschen als Mittelfeldspieler dann auch im zentralen Bereich mit Offensivdrang agieren. Das haben wir im Training ausprobiert, das hat ganz gut funktioniert, hat auch in der Endphase in Unterhaching ja die Wende gebracht. Und für mich ist das dann natürlich auch immer nicht so leicht, da einen neuen Mann gleich in welche Richtung zu bringen. Aber in diesem Fall war der Wechsel eigentlich relativ leicht. Kühne hat zuletzt ja auch dort gespielt. Ich glaube, für Kühne war es am schwierigsten, da ohne Aufwärmprogramm oder nicht großartigem Aufwärmprogramm ins Spiel zu kommen. Und die Mannschaft, muss ich sagen, hat sich ja unbeeindruckt davon gezeigt. Ja, er hat hier die Sache ja auch gut gemacht. Das haben Sie gerade schon gesagt, 2 Standardtore heute. Das fällt dir auf, das sind in letzter Zeit auch einige Tore. Gerade nach Ecken von Dennis Grote kam. Wie intensiv trainiert ihr das?
Ja, wir trainieren das natürlich häufiger, aber es ist auch immer noch ein Gegner da, der muss wirklich das Timing immer stimmen und entscheidend ist, dass der Ball natürlich gut reingeschossen wird und wir im Höchsttempo da reingehen und dann gehört immer auch das Quäntchen Glück dazu. Aber wir waren heute auf diese Situation wie immer eigentlich vorbereitet. Wir haben Krone vorne als großen Spieler, auch als Ablenkungsmanöver ein bisschen an der ersten Pfosten platziert und mit den kopfballstarken Spielern von hinten nachrücken, ist heute top aufgegangen. Jetzt habt ihr jetzt zweite Mal hintereinander mit zwei Spitzen. Ist das jetzt erstmal die Taktik für die nächsten Spiele? Ja, gut. Ich meine, wir wissen ja, der Kader ist sicher etwas für ein anderes Spielsystem zusammengestellt worden. Aber es braucht natürlich auch immer ein bisschen Entwicklung in solchen Sachen. Es braucht den Glauben dann der Mannschaft, um diese neuen Dinge umzusetzen und das geht nicht von heute auf morgen. Es ist recht, wenn man in so einer schwierigen Situation ist wie wir, wo es um den Klassenerhalt geht. Und wir haben uns jetzt in den letzten Wochen da intensiv mit beschäftigt. Wir dürfen nicht vergessen, der erste Versuch war hier gegen Sportfreunde Siegen in der Vorbereitung. Das war bei den Fans, die da waren, alles andere als ein guter Auftritt. Und wir haben uns in dieses System jetzt ein bisschen reingebissen. Und deswegen, solange der Glaube da ist, wir die Spiele gewinnen oder punkten, gibt es ja keinen Grund, was zu ändern. Ja, gut. Jetzt 7 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Das reicht mit sicher noch nicht für den Klassenhalt, aber wie viele Punkte muss man noch holen? Gibt es da so eine Deadline, die man sich selber setzt? Nein, also ich glaube, wir müssen so lange uns von Spiel zu Spiel weiter hoch fokussieren, die Punkte zu sammeln, bis es rein rechnerisch durch ist. Und das wissen wir ja erfahrungsgemäß, dass es immer ein bisschen länger dauern kann. Aber je mehr Punkte wir sammeln und je mehr Siege wir einfahren, umso schneller geht's. Und wir haben jetzt das schwere Pokalspiel in Schermbeck vor der Brust, wo, sag ich mal, es wichtig sein wird, den Hebel hier von diesem Highlight gegen Heidenheim vor guter Kulisse nach Schermbeck zu transportieren. Das ist nicht leicht. Und da gilt jetzt, das ist beim Trainer leider immer so, schon der nächste Fokus drauf. Klar, in den letzten Pokalspielen haben Sie immer sehr viel geändert. Wie wird das jetzt am Mittwoch sein? Ja, ich mache jetzt, eigentlich ist das natürlich auch die Denke, die wir haben. Wir konnten auch, müssen ja auch die anderen Spiele, sind sehr wichtig, bestreiten. Und ich glaube, natürlich steht die Meisterschaft im Vordergrund. Und trotzdem schaffe ich morgen erstmal nach Schermbeck und wir machen unsere Hausaufgaben, beobachten den Gegner intensiv und konzentriert und müssen dann einen neuen Schlachtplan entwerfen.